Lass uns loslegen. Nix geht ab. Je nachdem, wie man sieht. So, kannst du mir mal helfen? Ich will mir Arbeitsspeicher jetzt endlich mal holen hier. Den anderen hab ich verkauft, hab meinen alten jetzt wieder drin. 40 Euro. Ja. Naja, egal. Ich weiß noch, wie der hieß. Biege nach rechts ab. Morgen den gekauft, weißt du noch, welche Seite das war? Weil da würde ich dann gerne wieder kaufen. Reizhals, ne? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nee, Geizhals war das nicht. Das war irgendwas anderes. Ja. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Warte mal, glaube ich, habe aber die Verpackung, habe ich aber, glaube ich, noch hier. Die wollte er nicht haben. Der hat die gleich so mitgenommen. Na gut, wenn die kaputt sind, brauchst du nicht ankommen, habe ich zu ihm gesagt. Aber wenn er die so in eine Tasche packt, ohne Verpackung, wenn die aneinander reiben, dann kann er kaputt gehen, oder nicht? Okay, auf der Verpackung ist nichts mehr zu sehen. Hier Gut. endet es. Ist abgerissen. Du, ich lösche mein E-Mail-Postfach manchmal, wenn es zu voll ist. Ja, ich mache alles. Papierkorb mache ich auch leer, ja. Ach hier, Alternet, da ist es doch schon. Bei Alternet habe ich gekauft, genau. Naja, hier in der Nähe ist auch so ein Ding, ja. Genau, ja, DDR3 brauche ich, genau. So. Da brauche ich ja bloß. Warte mal, das Programm, das habe ich noch drauf. Computer, hier Qubit, Compute Z hier, das weißt du. Oh, da gucke ich dann nochmal rein erstmal. Oh, ich muss erstmal meinen Kaffee aufmachen, ja. Ich habe Hunger und Durst. CPU Z, ja, genau. Was ist das jetzt hier? So eine neue Version. Oh, mache ich die, wa? Ja, ein Update hat die, hat das Programm, soll das machen, ja. Ne? Okay, close. Also mache ich den Haken raus bei Check-up for Updates. Gut, da ist jetzt schon. Wo musste ich nochmal hingehen? Auf Mainboard, ne? Ach, Memory, genau. Da, DDR3, genau. Na, hier steht jetzt nur noch. DDR3 steht nur drin.
Warte.